Und das ist Leben. Wir haben hier direkt vor unserer Bude haben wir Leben. Ich nehme dann auch noch mal was mit auf dem Rückweg. Ich hoffe, ich kann so viel überhaupt schleppen. So, ich habe Kartoffeln gefunden, hier eine Menge. Das ist eigentlich die beste Nahrungsquelle. Ich habe doch theoretisch. Kartoffeln sind geil, ja. Ja. Und da hinten gleich noch Kürbisse. Ist auch geil. Die spawnen ja auch manchmal einfach so in der Gegend, gell? Eigentlich immer. Cool, habe ich jetzt schon 48 Leben. Ich kann ein Buch machen und gleich mal gegen den Villager tauschen. Ja. Brauche jetzt nur noch einen Huhn und einen Tintenfisch. Gut, dann werde ich jetzt mal ein bisschen Leben brennen, ja. Oh, wir haben keine Kohle mehr im Ofen. Aber ich habe ja noch... Ich habe noch 33 dabei. Ja, ich habe hier noch 57 in die Truhe getan. Dann sollten reichen. Also jetzt gibt's natürlich keine Hühner, gell? Ach so, unser Gewächshaus ist schon fertig, ne? Ich komme dann mal hin und gucke. Ich glaube, das kriege ich jetzt so schnell nicht zusammen, das Buch da. Naja, das ist okay. Na, wir wissen es ja, es ist ja nicht weit weg. Genau. Wenn ich irgendwie Koordinaten aufschreiben oder so. Ich mache immer Screenshots von den Koordinaten. Ach so, das ist auch gut. Das ist auch eine Idee. Ja, wir brauchen ja dann schon Wassereimer, dass man... Man kann ja so einen Kiesweg machen. Ach so, nee, dann muss ich das hier lassen. Hier ist jetzt zufällig gerade Kies an einem Wasserteich. Ja. Kann ich gleich mal mitnehmen. Gut. Hier 4 und dann machen wir hier nochmal 1, 2, ja von hier. Hier noch 1 rein. Ne, warte mal, dann nochmal. Hier mal 4. Ja, wir müssen eh gucken, wie wir das mit dem Wasser machen, dass da was wächst, ne? Ach ja, wir haben hier drüben auch Kies. Ach ja, Lehm wollte ich ja gucken. Ich glaube, Lehm ist in letzter Zeit sowieso nicht mal so oft, weil der Grund von den Flüssen besteht jetzt immer aus Kies. Ach ja. Naja, ist auch nicht schlecht. Gibt ja jetzt auch diese ganz tiefen Ozeane, ne? Ja. Die gehen bis Höhe 30 oder so runter. Alter, es ist nur schwarz, wenn du da unten bist. Du siehst gar nicht mehr. Wo hab ich jetzt Kies? Ach hier. Ach, wir hatten noch Kies in der Truhe. Ach Mensch. Ich hab 58 gesammelt. Ich hab 38, das reicht eigentlich schon. Boah, ich kann Kies eigentlich nicht leiden. Wieso? Weil der immer auf mich draufgefallen ist, wenn ich... Ach so, Ich glaube, da bin ich immer gestorben. Ist das schon unser Haus hier? Ja. Hier kommt ein Wasserspot hin. Mach mal. So, ich bin wieder da. Cool. Wir müssen die Truhe dann noch umräumen, ne? So, wo ist denn jetzt das Feld? Hier, das werden die Felder hier. Der Weg. Ach so. Na? Und dann müssen wir halt... ziemlich klein, oder? Naja, das werden halt, ja. Felder, verschiedene. Können wir schon mal Kartoffeln oder so anbauen? Hast du schon einen Eimer gemacht? Nee, noch nicht. Hier die Löcher, die ich gemacht habe, da kommt dann später Dings rein. Warte, lass gleich mal die Öfen wegtun. So. Ja, warte, eine brennt noch. Macht noch Ziegel. Stellen wir das erstmal oben drauf, ja? Ja. Hier hinten an die Wand.
So. Oh, jetzt müssen wir die Truhe mitnehmen. Oh. Mm. Alles raus. Ja. Die müsste am besten da bei der Mine irgendwo hin. Oder wir ziehen erstmal hier rein, hier so. Genau. Machen wir erstmal einen kleinen Unterschlupf. Hm. Hm, kann man gut lang. Ja, hab noch eine. Ah, diese scheiß Steinspitzhacken, wenn ist die endlich, wenn sind die endlich verbraucht. Hm. Die will man nicht, die will man aber nicht wegwerfen, aber die bauen immer so ewig lange ab. Ja, eine habe ich glaube ich auch noch. Ein Stückchen. Hm. Gleich ist kaputt. Jetzt. Ja. Ich kann ja die Decke noch ein bisschen höher machen. Ne? Hm. Aber Vorsicht wegen Kies. Ne? Na, ich denke mal, hier ist kein Kies. Ne, hinten ist Kies in der Ecke. Ach so. Hm. Gut. Ah, ich habe noch einen Ofen. So, dann setze ich hier schon mal das Wasser rein. Gut. Und ich muss was essen. Gut. Jetzt geht's mir besser. Du musst aber oft laufen. Wenn nicht, holen wir die Sachen noch runter. Jetzt können wir die die Betten auch noch machen. Da hole ich die Kisten und so. Werkbank, das Zeug alles wieder. Und siedeln uns erstmal unten an. Ich habe alles. Ja? Hm? Ich mach schon mal die Betten. Ja, wir müssen die Truhe nochmal umräumen. Bauen wir das hier so hin, ja? Mhm. In drei Öfen, da noch einer hin. Oh, der macht noch ewig Ziegel. Mhm. So, eins kann ich jetzt noch nehmen hier, das verzauberte Buch. Ich kann ja eigentlich auch schon eine Kiste machen. Ah ja, noch eine zweite, gell? So, die Betten stelle ich mal hier hin. Hm? Ach, das schon vorher. Oder? Ja, ich habe das zweite schon, ich weiß noch nicht wohin damit. Vielleicht einfach so hier. So, ich leg mich schon mal rein. Okay. Alter, ah, der Chat, der versperrt den ganzen Bildschirm. Ja. Hm. Warte. Ja. Okay, dann hau ich mich auch mal hin. Hau rein. Hau rein. So. Also so. Jetzt mache ich noch so Schilder oder so dran. Hm. Ja, mal Kies, den packen wir mit hin zur Erde. Ah, Eisenerz haben wir ja auch noch. Dass wir gleich mal ein bisschen Ordnung in den Truhen haben. Mhm. Dass man nicht immer so unnötige Sachen finden. Man hat Ziegel. Tier hin zu den Bachen, den Eisenbachen. Jetzt habe ich hier Lapis. Achso, du machst gerade die Schilder dran. Mhm. Dann habe ich noch eins übrig. Das stelle ich mal, keine Ahnung, hier hin. Oh, hier fehlt noch ein Wasser, gell? Nochmal ein Spot. Ah ja. Ah, ich war zu faul noch mal zu laufen. So. Ja. So, die Truhen können jetzt abgebaut werden. Kann man mit hier hinstellen. Mhm. So, okay. Geht das dahin? Hier noch ein Stückchen Erde. Also wieder weiter hinten. So die gedroppten Sachen, so das langweilige Zeug. Mhm. Den Brot, das behalte ich gleich mal. Huch. Einmal war da noch eine Kiste. Oh,
33 verrottetes Fleisch schon wieder. Auch mal Pferde. Und 56 Kartoffeln. Geil. Pferderüstung. Hier haben wir noch Faden. Goldbarren. Glas. Samen behalte ich. Ach, Schleimbälle haben wir auch schon, ja. Mhm. Habe ich so einen kleinen Mini-Schleim in der Höhle gesehen. Cool. Können wir uns merken, falls wir mal Schleim brauchen. Ich spawne ja, mit den Chunks, ne? Mhm. Stimmt. So, dann können wir das Feld schon mal machen. Na. Na ho. Jo. 2. Muss ich wieder neue Sticks machen? Oder? Nee, ich hab schon jetzt. Na, ich mach selber. Heute. Ich hab schon 2, ich kann dir eine geben. Ach so, ja gut, dann brauche ich ja kein Eisen zu verschwenden. Gut, hier. Ich mach eh nur Steine, ne? Weil Eisen, das ist für einen Anfang noch zu verschwenderisch. Hier müssen wir gucken, wie wir das hier noch machen. Mhm. Nee, ich glaube, das Wasser reicht sogar bis darüber. Ja? Nee, hier die hintere Reihe reicht nicht mehr. Aber könnten wir hier hinten... Mach mal hier. Ja, da könnten wir zum Beispiel. Hier so. Oder? Na, hier siehst du, das geht nicht mehr, aber hier geht's noch. Dann müssen wir hier wahrscheinlich Wasser hinmachen. Dahinter, ja. Ja. Obwohl man das dann auch einen kleinen Spalt sieht. Hm, naja, ist ja dann nicht schlimm. So. Ach, weiß ja keiner. Hm. Wir brauchen auch so einen unendlichen Spot, ne? Hm, ich, ach komm, ich nehme einfach hier raus. So, hatte ich das jetzt... Da hinten mache ich mal den nächsten. Und jetzt kann ich mal hier rausnehmen, immer. Nein, nicht da oben. So. Und hier kommen dann noch Gravel hin. No. Gut, dann pflanze ich jetzt schon mal ein paar Weizen. Ja, und dann machen wir gleich Kartoffeln noch, ne? Die bringen ja mehr. Mach mal Kartoffeln hier hin und hier drüben noch Eisen. Oh, was scheiße ist, ab 1,8 bringen die dann wieder weniger. Ja. Da bringen Kartoffeln nur noch 2,5, so viel wie Brot. Ist ja scheiße. Hm. Müssen immer an allem rumschrauben, ey. Okay, verstehe das auch nicht. Und nur solche. Ist. Eigentlich never change a running system, aber die machen nur Scheiße da. Hm. Gut, dann hol ich mal ein paar Kartoffeln. Mhm. Ich glaube, Mojang fällt auch nicht gutes mal ein für Minecraft. Hm. Deswegen dauert es auch so lange, bis das Update kommt. Ja, ich verklick mich hier immer weiter und man muss mal genau treffen. Weiß ja nicht, stimmt. Oh, okay, mehr habe ich nicht. An. So, hier draußen, das müssten wir auch noch mal besser machen. Was denn? Hier, der Eingang. Sieht nicht so gut aus. Oh, jetzt meine Schaufel kaputt. Ich habe noch eine. Hier. Achso, na gut. Aus Eisen. Cool. So, da. Das ist ein bisschen steil. Hm. Naja. Können ja Spinnweben oder sowas machen. Ja. Vielleicht. So. Da bräuchte man erstmal eine Behutsamkeitsschere. Hm. Ist. Geht doch. Ja, das machen wir hier so und dann reicht das ja an Eingang. Hm. Könnte man noch eine Bank hinsetzen oder sowas. In die Ecke mit ein paar Büschen oder so. Mhm. So, gut. Dann haben wir den Eingang hier schon mal ganz gut so weit, würde ich sagen.